Morgen, morgen, Mensch Midgard. Wir sind wieder in Xenonaut 2 und genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir können ein UFO abfangen. Bis zur Landgrenze haben wir es verfolgt. Also schießen wir es jetzt ab. Treibstoff hat schon deutlich gesenkt, weil die den so lange verfolgt haben. Das andere UFO, was uns angegriffen hat, ist ja letztes Mal in unsere Basis reingeflogen. Okay, den haben wir weggeschaffen. Ignorieren und manuell kämpfen? Nee, das passt schon so. Und unsere Basisverteidigung, ja, war schon nicht leicht. Also da war einiges gekommen. Könnt ihr ja nochmal in der letzten Folge reinschauen. Ansonsten schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, wir können jetzt einen Trupp hinschicken. Oder nicht. Ich sag erstmal ja. Aber ich weiß auch nicht mehr. Jetzt zeigt er mir an, dass nur noch einen Manekiken gerade an Bord habe. Wie viel haben wir wirklich überhaupt noch zur Verfügung? Das ist ja gerade die große Frage. Die meisten sind ja sicherlich verletzt. Den können wir auch nicht mitnehmen. Der ist leicht. Na gut, der hatte 99%. Ich glaube, damit könnte man fast leben. Nee, nee, ich will aufs Flugzeug gucken. Blöd finde ich, dass ich hier nur nach Namen sortieren kann. Nicht nach verletzt und unverletzt. Damit ich von vornherein sehen könnte, wie viele es jetzt schon sind. Sondern mich theoretisch entweder das selbst durchklicke. Ja, eigentlich muss ich selbst durchklicken. Oder runterscrollen und gucken, ob es ungefähr passt. Aber manchmal. Jetzt sind es relativ alle oben. Aber meistens sind hier unten auch welche zwischen gewesen bisher. Irritiert mich, dass das gerade nicht so ist. Wir nehmen hier den Roboter mit. Der hat uns schon oft einen Arsch gerettet, viele gute Dienste geleistet. Und ich mag den einfach, genau wie die Scharfschützen an sich nicht verkehrt sind. Leider fallen die Soldaten alle mal immer nach einem Schuss gefühlt um. Das ist immer ein bisschen schwierig und ätzend. Was auch noch ein bisschen schade ist, aber hier noch ein Sniper, der hat fast keine Treffer. Naja, müssen wir durch. Was nehmen wir noch mit? Was nehmen wir noch mit? Verdammt, ich bin von abgekommen. Was auch ätzend ist. Ja, ist weg. Ich weiß bloß noch, was wenig Geld habe. Dass die Leute halt ständig abnippeln, weil die Gegner so hier treffen. Der jetzt trifft halt nicht. Den mitzunehmen. Das Einzige ist, der rennt halt nicht gleich weg wie so eine Pussy. Trifft halt bloß nicht. Mach mal mit so einem Leuten. Der hier hat wenigstens noch eine Stärke als Grenadier. Der kann jetzt Granaten werfen wie ein Bekloppter. Und dass uns die Rüstungen ausgehen meistens. So viel Rüstung haben wir ja leider nicht. Ja, gucken wir gleich nochmal durch. Wie viel Treffer hast du? Du hast nur 45. Dir eine dicke Rüstung anzulegen, ist halt auch so eine Frage. Die meisten haben jetzt gar keine Rüstung mehr, ne. Wie sieht denn das bei den Leuten hier aus? Die müssen wir den einfach nur ausziehen, glaube ich. Mit den anderen die Klamotten einfach ausziehen. Die alle mal kurz nackig machen, sozusagen. Die zwei haben auch noch Standardrüstung. Also die. Ne? Ach, der musste lange laden. Darum war ich irritiert gerade. Das hier mit dem Sortieren der Waffen und Rüstung finde ich ein bisschen kritisch tatsächlich. So, der Grenadier hat. Der hat. Wie haben wir denn? Nur eine. Wie haben wir denn nur eine? Ich habe doch gerade drei Leuten die Rüstung ausgezogen. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht. Was hast du? Du hast noch eine Verteidigerrüstung? Oh Gott, du kannst ja denn mal ordentlich was wegschmeißen hier. Wie viel nimmt die Pistolenmuni? 2 hier. Perfekt. Dann haben wir jetzt die Granaten dabei. Gleich mal nochmal gucken wegen besserer Waffen. Der hat schon eine bessere. Der hat eine bessere. Der nicht. Wer von meinen anderen Leuten hat noch die Sniper in der Tasche? Das noch eine andere Waffe? Das noch eine andere Waffe, das noch eine andere Waffe.
Wenn ich genug Geld hätte, würde ich dir einfach alle meine jede Waffe geben, aber ich habe halt nichts. Ach so, dass mein anderer Landehelikopter, der 12 Leute da mitnehmen kann, noch nicht fertig ist. Das stimmt nicht, das wollte ich noch sagen. Ein Granatenfuzzi ohne Rüstung. Also nahezu ohne Rüstung. Ein Sniper nahezu ohne Rüstung. Hey, wieso habe ich denn keins mehr? Ach, ich habe bloß die Maschine wäre weggenommen. Ja. Jetzt müssen wir vielleicht doch einen Scharfschützen weniger mitnehmen. Dafür vielleicht noch einen Schützen einfach nur. Dann können wir nämlich eine bessere Waffe in der Hand drücken. Der Scharfschütze, den ich rausgeschmissen habe, wo steht der jetzt? Was hatte der schon Rüstung an? Anscheinend nicht. Okay. Jetzt bin ich wieder oben angelangt. Ne, jetzt bin ich wieder oben. Ja gut, das ist aber auch so ein bisschen ruckelig. So, du hast halt keinerlei Kampfrüstung. Schon sehr, sehr unschön. Noch eine Rauch. Noch ein Rauch ist halt auch dumm. Nimmst noch eine Granate so mit? Die. Hier springt Scheiß erstmal weg. Was ist mit dir los? Du kannst ja gar nichts tragen. Fuck. Ich habe auch letztes Mal keinen einzigen von den Viechern versucht zu betäuben. Ich wollte sie einfach nur tot kriegen. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt mal hin. Ich weiß es immer nicht, ob ich das machen will. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Der hier kann auch eine Granate vertragen. Attacke! Was, wie sieht es mir hier aus mit dem Technik-Fuzzis? Ja, immer noch 3 Tage, 11 Stunden wäre das. Die Betäubungsgewehre brauchen auch noch Zeit. 8 Stunden. Und 2 Tage mehr Rüstungen. Das ist halt ultra wichtig. Ansonsten. Cyberdrohnenwrack verkaufen einfach. Ich weiß halt immer nicht. Alien Scanner. Für was braucht man die denn? Sieht man halt auch leider nicht. Müsste ich wahrscheinlich irgendwo anders oder gucken. So, das würden uns zumindest auch mal 83.000 bringen. So, wir wollen nämlich langsam mal neue Soldaten ranholen. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Wie sieht es mit Lebenspunkten aus? Oder Präzision? Zeiteinheiten. Die sind nicht so stark, aber der Rest... Naja, hier ist die Präzision halt bescheiden. Aber ansonsten, die beiden könnten gehen. Der hat viele Treffer, aber ist halt selten dran. Hat aber Stärke. Könnte halt ein Grenadier werden oder sowas. Der hier hat 0 Reflexe. Ne, wir nehmen die da. Präzisionstechnisch. Ja, es ist halt eine super Präzision, aber 42 Treffer, der kriegt einen Schuss aus der Entfernung ab, fällt um und ist tot. Alles, was so wenig Treffer hat, alles unter 60 ist schon dolle kritisch, finde ich. Komm, ich nehme erstmal nur die 3 Leute. Dann könnte man eher gucken, ob wir so ein paar Techniker trauen zu kaufen, damit das hier schneller wird. Ach du, wir haben schon 12 von 12. Okay. Wie sieht es in den Forschungslaboren aus? Da haben wir auch schon 12 von 12. Und die Waffenkammer, ja, da haben wir die Leute, die sind ja unterwegs. Die sind ja unterwegs. Unsere Flieger sind noch unterwegs. Wir haben, der ist zu 26% mittlerweile gebaut. Also noch kriegen unsere Flieger, die geht noch ja runter. Das ist ja auch noch ganz schick. So, dann gucken wir jetzt auf die Karte, Waller, dass unsere dort ankommen. Während der andere wieder zurückmacht. Oder die anderen zurückmachen. Ja, wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Oben auf Island haben wir mittlerweile das Ausputzernetzwerk entdeckt. Ob uns das viel hilft, weiß ich nicht. Weil die Basis wird sicherlich nicht einfach sein, von den Typen umzulegen. Das Hauptquartier, das wird bestimmt auch von Aliens bewacht und nicht nur von diesen Menschen quasi, die mit denen kooperieren. Oder sind das auch Aliens? Ich weiß es gar nicht genau.
Na los, diese Ladezeiten. Verdammt, eine Melodie, die man von der sperren kann bei YouTube. Weil er irgendeine Miete hört oder so. Toll. Da ist ein Mensch, da ist gleich eine Echse. Nee. Hier, du. Mach mal putt. Boah. Mach mal putt. Gut, du kannst dich gleich mal heilen. Fängt ja fantastisch an. Noch nicht mal ausgestiegen, schon halb tot. So, ist hier hinten wer? Ist da wer? Nee. Kommen wir da rüber? Ja. Können wir da was sehen? Nee. Wirf mal eine Lampe hin. Hinschmeißen. Also, hinhocken. Gut, da ist Naturzeug. Also, beziehungsweise in die Birke. Hoffentlich läuft der Mensch nicht irgendwo rin, ey. Stellen sich hier mal an, wieder hin zu pissen. So, wie schaut's hier hinten aus? Noch sehen wir keinen Feind. Aber wir werfen mal eine Lampe hin. Ist immer noch keinen. Was ja auch schön ist, wenn man keinen sieht. Blöd ist bloß, wenn die einen dann sehen. Das ist dann unschön. Ja, wir haben ja noch den hier. Der ist auch scharf. So, der ist noch Scharfschütze, ja. Gucken wir uns mal darüber. Siehst du hier irgendwo was? Siehst du da oben was? Ist halt zu dunkel, ja. Ist halt noch zu dunkel hier in der Ecke. Na, wir parken den erstmal so. Du läufst mal darüber. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Da hinten ist einer, okay. Noch schießen? 0% Chance, auch weil zu weit weg. Aber wir können da mal eine Lampe hinschmeißen. Und uns hinducken. So, das heißt, der Scharfschütze wird nächste Runde da Unterstützung. Also da unterstützen. So, der Scharfschütze hier. Der könnte von hier ja einfach mal auf den ballern. Trifft zwar nicht so genau, aber er versucht's. Die Kiste angeschossen. Schafft es nicht mehr hoch. Ach komm, ey. Wobei die Viecher sind angeblich ja schlecht von der Genauigkeit her. Haben mehr Kurzsichtigkeit. Angeblich. Was war das? Ich sehe gar nicht woher. Hockt der oben auf dem Berg aus? Shit. Wissen es immer noch nicht. Sieht halt auch keiner was von meinen Leuten. Das ist natürlich immer unschön, sowas. Kann wirklich hier durch die Hecke in der Mitte durchlaufen. Wäre ja gar nicht mal so blöd, aber ich habe halt Angst, dass er gleich abgeschossen wird. Guck mal bis da. Dann benutzen wir einfach hier in der Hand eine Rauchgranate. Und sollte das Vieh doch fast gar nichts mehr treffen. Meine treffen den jetzt zwar auch erstmal nicht. Gleich einen Überwachungsschuss durchgemacht. Na klar, warum auch nicht? Immer lieber einen Schritt zur Seite, man weiß ja nie. Man weiß ja hier nie. So, machen wir ihn jetzt. Wir gucken hier rüber. Und was machen die Aliens? Der schießt auf Menschen. Läuft umher, läuft nochmal umher. Irgendwo wird ein Mensch getötet. Noch irgendwo Mensch getötet. Noch ein Mensch angeschossen. Der steht oben auf dem Berg. Oh, jetzt kommt er zumindest vorher auf. Da kommt auch noch ein Vieh raus. Irgendwo noch ein Mensch erschossen. Das heißt, damit schon mal mehrere Gegner. Ja, dann trifft doch bitte auch. Du kannst die Viecher ruhig treffen, da habe ich kein Problem mit. Mir ist das egal, wer sie umlegt. Hauptsache, sie sind tot. Das ist die höchste Priorität, Viecher töten. Mach mal weg. 20 nur.
Du solltest den noch töten. Mit 20 kannst du natürlich nicht töten. Mach mal kaputt. Vielleicht immer noch nicht. Also ihr müsst euch auch mal ein bisschen anstrengen mit Gegner töten. Ich meine, was soll ich denn sonst machen? Soll ich die alle alleine umbringen oder was? So, beide unterdrückt. Ja, du kannst erstmal nicht mehr bücken oder sonst was. So, hier hinten ist halt dolle kritisch, den da oben zu erwischen. Vielleicht schafft es ja der Scharfschütze. Er hat ja immerhin eine schöne Waffe. 100% Chance. Mach mal. Hat nicht gereicht. Guck mal vor. Schieß mal. Dann lass es einfach. Oh, er könnte so ja nochmal schießen. Wird ja immer schlimmer, Mensch. Das wird ja immer schlimmer. Man kann sich das ja auch nicht mehr angucken. So, der kann ja nicht auf den Boden schießen. Das heißt, schießt er wieder vorbei. Ja, dann halten wir lieber direkt auf den drauf. Ist er weg? Ja. So wie sich das hier hört. Schieß einfach gegen eine Wand. Ach, schießt doch einfach der Gegenmensch. Oh, was weg ist, ist weg. Brauchen hier keine Wände in Häusern. Dann abgeschafft. So, kriegst du den Tod. Gut so, gut so. So, in Deckung gehen. Roboter. Wie weit bist du bereit, den da abzuschießen? 88% die Chance. Er braucht fürs Schießen immerhin 37. Bis da kannst du also fahren. Und jetzt 92%. Perfekt. So, bleibt noch ein Soldat hier drin, der sich ja heilen musste, weil er gleich einen Seitenhieb abgekriegt hat. Da ist ein Mensch. Hier drinnen wurde irgendwer abgeschossen. Ich weiß nicht, ob das von ihm hier war. Wie weit könnten wir vor? Da sehen wir, von der Seite haben wir keine Deckung gerade. Kannst du nicht in der Mitte durchlaufen? Ach so, weil der im Weg sitzt. Kannst du dich noch bewegen? Ja, aber dann bist du halt nicht mehr die Möglichkeit, dich nochmal irgendwo hinzuschmeißen. Nee, dann schicken wir dich hier in die Büsche. Und ducken dich erstmal eine Runde weg. Und dann schauen wir mal, was die Gegner hier oben so treiben. Mal gucken. So, feindliche Aktivität. War ziemlich kurz. Freundliche Aktivität. So, unten. Na, scheiße. Wurde meiner erschossen? Bei einem Vorlaufen? Also irgendein Zivilist? Oder hat der auf jemanden geballert? Aber hier hinten war doch auch irgendwo noch ein Zivilist, der hier rumgelaufen ist, oder nicht? Wo ist denn der hin? Hier oben ist er. Bist du nicht verletzt? Du war doch hier irgendwie verletzt, oder nicht? Ja, geh mal heilen. Du wirfst in der Zeit hier oben mal eine Granate hin, damit wir weiter gucken können. Da liegt noch ein Toter. So, du schaffst es nicht mal mehr darüber, ne? Das ist natürlich unschön. Sehr unschön, wenn ich ehrlich bin. Scharfschütze hier rüberläuft, kann er auch nichts mehr machen. Naja, dann werfen wir hier eine Rauchgranate hin, dann werden wir von oben gedeckt. Und jetzt duckst du dich weg. So, Roboter. Schau mal ein Stück vor. Frei. Hauptsächlich frei. So. Was ist denn das hier oben? Irgendeine Eiskugel sozusagen. Der Roboter kann eigentlich gerade gut gucken. Und hier wird mich jetzt wohl keiner flankieren, oder? Hm. Jetzt kann er noch eine werfen. Schafft er nicht, oder was? Man. Einfach nur, damit wir noch ein bisschen was sehen. Ansonsten vom Blickwinkel her sollte er doch... Naja, doch, aus dem Haus kann er gut beschossen werden. Ist natürlich unschön. So, die sind alle mal schon verbraucht, außer er hier.
Aber da ist, dass er ja noch 34 hat, kann er im Notfall hoffentlich ins Haus ballern. So. Die zwei hier hinter, die müssen wir genau betrachten, wenn wir hier zuerst nehmen. Ich weiß, dass da oben auf jeden Fall noch Feinde sind. Ich würde aber gerne erstmal das Haus absichern. Ach, vielleicht läuft er auch erstmal außen rum. Dann sehen wir zumindest schon mal noch mal ein bisschen mehr. Voraussetzt, er nimmt an, dass er eine werfen soll. So, und dann kann sich noch weg. Da ist noch einer. Entdeckt. So, nochmal drehen. Wie weit kommst du in die Hütte? Ruf mal erstmal bis da. Dann bis hier. Die ist nicht drin, ne? Okay, okay. Es gibt natürlich noch ein Dach. Aber nur von da drüben. Okay. Dann müssen wir hier aufmachen. Da ist auch noch einer drin. Scheiße. Das war vielleicht nicht so schlau, das schon aufzumachen. Das war vielleicht nicht so fit. Dann müssen wir irgendwie Deckung geben von hier hinten. Dann schauen wir mal hier rüber. Kannst du Rauch werfen? Zumindest wahrscheinlich. Da betäube ich meinen eigenen. Da hat irgendwas mit 0% dran. Versuch mal dein Glück. Gut. Nicht den eigenen erwischt. Das heißt, der ist erstmal ein bisschen safe. Scharfschütze. Halt's mal nach da vorne. Den lassen wir auch. Ne, den ducken wir. So, der Roboter sollte dort Deckung geben. Der Granatenwerfer gibt Deckung. Nächste Runde. So, der kommt an die Rand. Der läuft anscheinend links rum. Ne, er läuft Richtung Dach. Scheiße. Oh ey, keiner driften. Alle schießen so wie Blöde, aber keiner driften. Und dann kommt einer noch rechts rumgegammelt. Kommt sogar reingekrabbelt. Scheiße. Wo läufst du denn hin? Zum Glück nicht vor meinen Leuten rumgelaufen. Gut, gut. Also, der auf dem Dach muss sterben. Kriegst du den nicht getroffen? Eigentlich ganz gut. Gut so. Gut, der auf dem Dach ist schon mal weg. Den da drüben. Treffen wir nicht so genau. Aber wir versuchen mal unser Glück. Hoppala. Hat wohl jemand ein Loch in die Wand gemacht. So, wie triffst du mit dem Sniper? Nicht so gut wegen dem scheiß Rauch noch, ja. Das ist denn, wenn du hier rüber gehst. Nur 11%. Ist ja noch schlimmer als davor. Achso, da ist viel mehr Zeug im Weg. Nee, dann kannst du auch von da, wo du bist, schießen. Oder wir schicken dich bis hier vor. Wieso ist das auch schlechter? Wegen dem Tisch denn oder was? Ach, fuck. Das ist halt auch nichts. Das ist wahrscheinlich eher die eigenen Leute, denn. Wie sieht's denn mit dir aus? 48%. Versuch mal dein Glück. Okay, hat auch nicht geklappt. Dolle, dolle, unschön. Na komm, versuch mal dein Glück. Hat er irgendeinen Zufall hier getroffen? Das wäre natürlich witzig. 4% Chance. Hier ranlaufen? Hier oben? Ist halt auch noch, oder nicht? Nee, der ist rausgelaufen und hochgelaufen, ja. Boah, ich bin gerade echt unsicher. Wenn ich mit ihm hier rüber laufe und von da schieße. Na, versuch mal dein Glück. Irgendwas hat er sicherlich getroffen. Shit. Duck dich mal weg. Du kannst auch keine Granate mehr werfen.
Das heißt, die einzigen drei, die ich habe, die noch völlig funktionstüchtig sind, die da hinten. Und er hier. Na gut, wir haben bloß dafür gesorgt, dass es keinerlei Haus mehr gibt. Das Haus haben wir quasi abgeschafft. Dann würde ich hier rüber bewegen. Mach mal. Komm, ey. Du hast 10 Kugeln gelassen und das Scheißvieh steht immer noch. So eine Kacke. Versuch, was wert, dass der von hier hinten unterstützen kann. Muss man nochmal 2 Wände wegsprengen. Ne, gut, dann ist dem so. Ich trau mich hier echt nicht voran. Hier haben wir einen See oder was? Okay, das heißt auch in der Ecke kann leider immer noch wer stehen. Weil der nicht mehr so viel hat, macht er jetzt erstmal Pause. Die Frage ist, fahre ich mit dem Roboter rechts lang? Oder links? Na, eher hier links. Die Ecke halt eigentlich sichtbar machen. So, hoffen wir, dass da wirklich keiner mehr ist. So, Scharfschütze. Gut, dann müssen wir leider damit leben, dass das Vieh jetzt noch was machen kann. Wenn ich Pech habe, dass er meine Leute trifft. Oh, der gerät in Panik. Was macht er denn jetzt? Macht er denn gar nichts? Der heilt sich zumindest. Du läufst einfach durch den Rauch und betäubst noch ein bisschen und läufst Richtung Gegner natürlich. Das ist besonders schlau. Gut, wir haben nicht mehr so viel Rauch jetzt im Weg. Kriegst du den mit einer gezielten Salve? Verdammt schön. Und da hinten noch ein Loch in die Schossen. Du kannst im Notfall sogar noch mal schießen. Das ist gar nicht verkehrt. Wir werden aber erstmal hier drüben schauen. Okay, jetzt bin ich mir safe. Da ist das UFO. Bis hier kannst du fahren? Ja, bis hier. Und dann kannst du immer noch schießen. Okay, okay. Das heißt, dich schicken wir auch noch mit hier rum. Fuck, das ist fast ein bisschen kritisch weit. Ah, ne, der hat gar keine Punkte mehr, der kann nichts mehr machen. Okay, also da hinten ist das UFO, hier ist noch ein großer Wald zwischen. Was wir an der Ecke haben, ist halt die Frage. Schau mal hier rüber. Wirf mal eine Granate hin, damit wir was sehen. Ziemlich weit erstmal nix. Das hört sich an sich gut an. Allerdings habe ich ja auch mitgekriegt, dass von da hinten irgendwer geschossen hat. Und wenn ich nicht weiß, wo das herkommt, ist das denn doch wieder unschön. So weit kann er leider nicht laufen, also muss man erstmal bis darüber gucken. Ich habe jetzt noch gar nicht da reingeguckt. Scheiße, mach du das jetzt. Oh, du kommst sogar noch bis in die Ecke. Dann ist das ja okay. Dann können wir den da einfach an den Tisch schicken. Der hat doch noch ein bisschen was. Oh, dann kann er sich nicht mehr ducken. Aber egal. Kriegen wir das hier geworfen? Wirf mal da noch eine Leuchtreklame hin sozusagen. So. Hier hinten brennt was, aber hier ist niemand zu sehen. So, ein Scharfschütze, der noch fast komplett am Anfang steht. Mit dem jetzt nicht unbedingt gleich durch den Rauch rennen. Ach, lauf dahin. Als das ist, wir ducken dich denn jetzt mal nicht weg.
So, das ist immer noch mein leicht angeschossener. Bis zur Tür schafft das. Okay. Dann ducken wir nochmal. Und hier haben wir auch noch einen Scharfschützen. Da können wir bis hier rüberlaufen. Da steht der Manekiken. Und duckst dich auch weg. Gut, dann so vielleicht. Gucken, ob hier irgendwo eine Tür aufgeht, irgendwas passiert. Da oben kommt von so ein scheiß Vieh an die Rand. 35. Vor allen Dingen, oh ja, lauf davor, du Depp. Lauf am besten ins Feuer. Vollidiot. Du hast leider kein Medi, ne? Du auch nicht. Du auch nicht? Der hier oben hat. Der kann den leider auch nicht abschießen. Das wäre komplett. Die komplette Ausdauer. Dann steht er hier wohl auf dem freien Feld. Wie viele Punkte braucht das? 15? Ne, 25, ja. 25 Zeiteinheiten. Auch kein Ding bei. Der auch nicht. Hat den gar keiner meiner Leuten? Doch, der da drüben hat noch. Komm, stürme einfach. Darüber. Du heilst deinen Kollegen. Vom Betäuben geheilt. Naja, komm, lauf da rüber und duck dich mal. Du machst mal kurz hier reingucken. Bis hier scheint es frei zu sein. Ich weiß nicht, ob das Vieh jetzt an die Rand kommt. Oder ob es erstmal den Menschen dort abschießt. Ja, da komme ich nicht aufs Dach. Ich könnte den Sniper hier rumschicken, aber dann kann er auch nicht mehr schießen. Hier kann er zwar noch schießen, aber steht auf dem freien Feld. Hier sieht er nicht, weil die eine Wand im Weg ist. Kannst du die Wand da loswerden? Mit dem Granatenwerfer. Jetzt hört er mal auf mit dem... So. Mit dem Granatenwerfer da hinschießen. Vielleicht trifft er nicht meinen eigenen. Ah! Als wenn ich sie gewusst hätte, dass er zu blöde ist. Ist ja wieder verwundet. Gerade zum Heilen geschickt. Was zur Hölle, ey. Die Leute sind aber auch unfähig. Unfähig, sage ich euch. Ein Haufen Kacke könnt ihr besser reißen, was machen als die hier, ey. Gut, gut, gut. Du hast den Schreibtisch abgeschossen, während das Ziel 100 Meter weiter hinten steht. Mann. Jetzt kann der immer noch nicht schießen. Ja, dann muss er halt hier warten. Wobei, dann läuft er einfach hier rüber, schießt die Menschen ab. Ja, was du, ist einfach scheiße. Kannst du von hier. Und dann kommst du halt auch nicht mehr weg. Von hier kannst du wenigstens nochmal mit 9 Schritten ein bisschen rüberlaufen. Was so viel ausmacht, weiß ich aber auch nicht. Nee, der bleibt jetzt da stehen. Ich habe keine Lust, meine Leute hier zu opfern. Ich habe schon keine Soldaten mehr, die vernünftig sind. So, wie weit brauchen wir dich? Bis 37, also fährst du bis 41 und guckst dann einfach in die Richtung. Du läufst mal hinterher. Daran. Und machst mal ein bisschen Licht. Wie weit kannst du den Scheiß werfen? Bis da. Wenn es nicht klappt, musst du halt nochmal werfen. Ne, kannst du nicht. Oh, das war ja fantastisch. Gut, das war aber auch geringe Treffer, also geringe Chance. Insofern bin ich damit zufrieden, dass es verkackt hat. Oder ist in Ordnung, sagen wir mal so. Zufrieden bin ich definitiv nicht. Was ist los? Der Scheiß ist im Weg. Hier hinlaufen? Denn nur eine Salve feuern? Ha! Grandios! Hat er getroffen. Hat da aus wie verrissen, aber das Vieh ist trotzdem zerfallen. Gut, dann können wir hier meinen Scharfschützen hinten ja doch nochmal ein bisschen bewegen.
Mensch, vielleicht retten wir doch mal ein paar Leute, Mensch. Ein paar Menschen. Wen haben wir noch? Ja, klar. Jetzt kannst du auch vorkommen. Leider habe ich jetzt keinen mehr, der den anderen geheilt hat, ne? Der hätte das vielleicht machen können. Den heilen. Ach, na gut. Jetzt ist es, wie es ist. Ein Rundenende. Ich weiß nicht, ob hinten noch einer hockt. Oder ob alle jetzt im UFO sind. Ich höre UFO-Geräusche. Ja, du läufst natürlich da vorne wohl rum. Kannst du nicht einfach deinen verfickten Arsch nochmal hinten in dieses dreckige Raumschiff bewegen, damit ich nicht nachher wohl irgendwie noch mehr Verlust habe? Ich weiß ja nicht, ich denke mal, dass es was bringt, die Menschen zu retten. Guck mal darüber. Da ist Kartengrenze, okay. Ne, bleib einfach da stehen. Gut. Der Helikopter stört mich. Der nervt mich richtig, wenn der zu dumm ist. So, hier hinten erstmal absichern noch. Sehen wir da dann nicht. Ne? Der musste mal hier so ein Ding werfen. Kannst du nicht. Ist ja zu doof für. Steht der, ist der halbe Baum im Weg, deswegen kannst du aber nicht werfen. Mann. Was auf, jetzt sehe ich gleich jemanden? Na, zum Glück nicht. Weil jetzt kann ich mich gerade nicht mehr bücken, habe ich gerade festgestellt. So. Du bist ja verwundet von Dummheit. Bloß weil ich die scheiß Wand loswerden wollte, damit der andere besser schießen kann. Alle meine Truppen auf ihren Haufen gestellt jetzt. Den haben wir schon durch. So, guck noch mal ein bisschen vor. Du guckst mal hinterher. So, dann werfen wir noch mal hier so ein Teil hier irgendwo hin. Okay. Wirf noch jetzt vor der Tür. So, der könnte jetzt theoretisch mit 37 schießen. Achso, ducken können wir uns nicht mehr. Nee. Dann bleibst du einfach da stehen. So, mein Rauchsoldat hier. Könnte der vom Dach? Er ist ein bisschen betäubt, wenn er hier hinläuft. Komm, mach einfach. Ich will wissen, ob das was werden könnte. Könntest du rein theoretisch hier hinten vernünftig hinschießen? Ne, kann er nicht. Stehen immer die Bäume im Weg. Ja, wo ich hinschieße. Okay, müssen erst alle Bäume in der Luft jagen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ob man die Bäume hochjagen kann. Interessant finde ich die Idee. Einfach die Natur platt machen, damit ich einen höheren Ausguck habe. Ach komm, Rundenende. Ich denke, die sind jetzt nur noch im UFO, oder? Da kommt einer raus. Zerschieß ihn! Warum schießt er nicht? Er hat sich doch bewegt. Ja, genau. Aber er schießt, oder was? Weil irgendein dummer Mensch nochmal voll in die Fresse läuft. Warum schießen meine nicht automatisch? Umschalten, Überwachung. Mit diesem Umschaltüberwachung kannst du Überwachungsfeuer mit dieser Waffe erlauben. Grün und verbieten rot. Aber es gibt doch gar kein Grün. Es ist nur weiß. Nun gut. Dann schießt den mal ab. Hat geklappt. Lauf mal darüber. Hock dich mal hin. So, die große Frage immer noch. Ist hier hinten noch irgendwas? Guck mal darüber. Nee, ist nichts. Nicht, dass uns in den Rücken fällt. Können wir ja auch nicht gebrauchen. Boah. Immer noch ein Feld, was ich nicht sehe. Immer noch ein Feld. Ah. Da oben könnte natürlich auch noch einer sein. Dafür steht der jetzt natürlich ultimativ schlecht. Kannst du hier rüberwerfen? Oh ja, sogar sehr gut. Sehen wir da was? Ne. Akkurat. Na, scheint mir wirklich nur noch das UFO jetzt zu sein.
du kannst auch nachkommen. Und dann seid ihr erstmal wieder dran. Oh, das war wieder so ein Mentak, der rumfliegt. Ich hoffe, dass er keine mit Gedankenkontrolle drin hat. Oh, die ist zumindest schon mal die richtige Olle mit Betäubungsgewehr. Was ist denn, wenn ich mit dem Roboter einfach einmal rein und wieder rausfahre? Dann ist die Tür zumindest offen. Dauerhaft. Und halt. Ich hätte gern noch so eine mobilen Barrikaden oder sowas, die ich hier so aufstellen könnte vorher. Das fände ich noch geil. Okay, hier ist ja Levelgrenze, insofern. Ne, da ist nichts mehr. Würde mich zumindest sehr, sehr schwer wundern. Nee, komm, schieß mit der. Da haben wir noch. Wenn ich mich ducke, kann ich immer noch mit 30 ballern. Ansonsten schießt sie ganz. Bei der Nähe nützt mir das Ducken, glaube ich, auch nicht mehr. So. Ach ja, der Scharfschütze hinten hat sich noch nicht gerührt. Da schafft das nicht. Da ist nicht mehr wirklich Deckung. Ach komm, Luft darüber. Aber dann bleibst du stehen. So, wen haben wir hier noch? Ach stimmt, hier hinten hockt ja auch noch einer. Gut. Den haben wir jetzt ein bisschen eingebaut. Der kann gerade nichts machen. Scheiße. Egal, so. UFO geht noch. Macht mal was. Oder macht am besten nichts. Meine Leute stehen nicht ganz so geil. Okay, wird gespeichert? Perfekt. So, einmal rein, einmal raus. Machen wir das jetzt einfach. So, einmal eine Hecke geschossen. Du kannst ja auch einfach so schießen. Du kannst dann auch noch rausfahren. Das braucht 16. Können wir machen. Unschön. Mit 50 Rinn. 30 drauf schießen. Oder 31? 30. Ach ne, nehm 31. Vielleicht geht die Deckung kaputt. Zumindest ist er unterdrückt, sagen wir mal so. So, wieder zurück. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass die Tür jetzt offen ist. Mit 37 auf den da ballern können wir nicht. Aber wir können den zumindest vorschieben. Oben mit ran jetzt. Und auch mit ran. Der Scharfschütze von dir aus treffen? Nee, ab wann kann der eigentlich auf den schießen? Dauert noch ein bisschen. Dann können wir doch die Leute auch erstmal noch. Ja, so in zwei. Oder da eine Reihe vielleicht zwischen so positionieren. Jetzt stehen natürlich alle auf dem Haufen. Wenn da einer rausgepfiffen kommt, ist schon ungünstig. Außerdem treffen meine sich alle gegenseitig. So, kriegen wir hier was reingeworfen? Naja, willst du bis da kommen? Einfach ein bisschen besser gucken.
So, wollen wir mal schauen, was die Wichser jetzt hier tun hier drinne. Die Truppen stehen auch alle mal auf dem Haufen, echt. Na dann. Ich höre einige Aktivitäten drinne. So, die Frage ist, wer fährt vor? Anscheinend der Roboter. Da ist frei. Der steht immer noch an der Ecke. Dann schießen wir aber auch bloß normalen Schuss diesmal drauf. Was war das denn? Das wird ja immer schlechter, Wally. Jetzt zerschießt ihr mir schon die eigene Deckung. Schon getroffen, aber reicht halt immer nicht. Ich bin dem halt zu weit vor hier. Trifft immer noch die Wand. Denn schieß jetzt auf die Wand. Upsi, der hat die Wand nicht getroffen, hat den da hinten getroffen. Upsi. Quatsch, der war ja schon ordentlich dran. Also viel mehr kann ich auf das UFO nicht zielen, glaube ich. Die Frage ist, wie weit muss ich in den UFO rein? Das heißt, ich halte das Ding 3 Runden lang. Muss der ganze Trupp rein. Versuch's jetzt einfach mal, oder? Oh, der hat gar keine Granaten mehr in seiner Waffe. So, wollen wir mal gucken. Irgendwo ist die Tür aufgegangen, aber nicht in meinem Sichtbereich. Okay. Es zieht immer noch nicht, als dass ich das UFO halte. Das ist natürlich unschön. Ich dachte jetzt, wo alle drin sind. Schieß. Fantastisch. Fantastisch, Junge. Huh, du warst gut. Das war schön. Du lädst einfach mal nach. Mal ehrlich, ist hier in der Ecke noch irgendwas? Hier ist nicht Schnee, weil es sich so aussieht, wenn hier ein Loch in der Wand ist, aber irgendwie auch noch nicht.
Scharfschütze. In der Ecke, im Raum. Naja, gut. Beste Position ist es vielleicht nicht. Ich konzentriere mich ganz schön viel auf die Südseite, finde ich. Granatenwerfer hier vorne, oben. Wir hatten jetzt den Taser. Die hier unten. Oder sie hier unten. Ich habe einfach drei Scharfschützen hier hinten. Okay, der Roboter kann keine Wand durchfahren hier drinnen. Jetzt bin ich aber völlig im Emerit drinne. Kommt jetzt noch eine Tür? Öffnet sich irgendwo was? Man hört immer, wie Türen öffnen, aber man sieht kein einziges. Ist wahrscheinlich hier hinten noch eine kleine Kammer und hier noch eine Kammer und hier unten auch noch eine oder was? Da ist einer von den Schweinen. Wahre ist, du hast das mit dem Ding her, ja? Wenn du hier hinläufst, 46% Chance. Versuchen wir dein Glück. 15 betäuben. One-Shot oder was? So ein Kokolores hier immer, mal ganz ehrlich. Ist das Ding jetzt betäubt? Schießt der andere fünfmal auf meinen Typen noch aus. Was für eine Kacke, Mann. Das war halt nicht zu erwarten hier. Komm, mach mal auf. Noch mehr. 100% Trefferchance. Weg. Perfekt. Granatenwerfer, das ist ungünstig. Schieß mal bitte Pistole drauf. Ach komm! 3x66%. Kann mich auch verarschen, ey. Oh, jetzt hat das Ding das auch noch überlebt. Das ist wirklich absolut verarscht hier gerade. Meine Güte. Dass die Typen da gestorben sind, nervt mich. Ich weiß nicht, ob der jetzt komplett tot ist wieder. Aber diese 89, ich meine, die haben ja auch noch eine Rüstung an. Ist ja nicht so, dass da keine wäre. Wie viel Schaden machen die denn mit ihren Waffen? 120 oder was? Oder wie viel macht die Rüstung das negieren? Wenn das eine 15er Rüstung ist, nur 15 Punkte? Oder hat die Rüstung nur was mit der Genauigkeit zu tun, wie meine Leute getroffen werden? Manchmal kommt mir so vor, als wenn die einfach immer treffen und einfach mal... Ich meine, was sind denn 90 Schaden bei Soldaten, die höchstens mal 70 Treffer haben? Der ist ja immer tot. Da brauche ich ja eine 50er Rüstung, damit der mal 2 Treffer aushält. Verdammte Kacke. Ist der komplett tot? Nee. Verwundet. Verwundet für 26 Tage. Und dafür natürlich Medaillen gekriegt. Für den Mut und so ein Kram. Was hat er hier oben gekriegt? Einen goldenen Stern. Von 5 Feinden. Nicht schlecht. Das war, 4 getötet? Ach, 4 und 5, okay. Was haben die anderen gemacht? Was sie dabei waren oder was? Ja, ist einfach nur für dabei sein, ist alles sozusagen. So, wir haben ein paar Leichen. Wir haben den Gefangenen Mentak. Wir haben's. Cool. Dass das Vieh nicht draufgegangen ist. So, jetzt müssen wir bloß zurück zur Basis fliegen. Neues Forschungsprojekt. Den können wir jetzt verhören. Und Ursprung der Aliens ist irgendwie ein Plot. Okay. Aber erstmal müssen wir noch 10 Stunden die Wächter-Kampfrüstung abwarten. Dann verhören wir den. Verhören wir den denn? Nee, ich glaube, wir machen Ursprung der Aliens. Das bringt nämlich mehr Geld. Wobei, Laserwaffentechnologie wäre halt auch geil.
Nee, wir brauchen erst das Geld. Was nützen uns Waffentechnologien, wenn wir nichts mehr bauen können, weil uns ständig die Kohle fehlt? So, also erstmal Zeit ein bisschen vorlaufen lassen. Gibt es schon neue Soldaten zur Auswahl, die Verstorbenen quasi ersetzen können? Was ist das denn? Gut, dass du schön laufen kannst und viele Treffer hast, aber du triffst halt nichts und kannst auch nichts werfen. Kannst nichts tragen? Völlig unbrauchbar. Kann man nur Soldaten aussortieren? Reflex 37, das heißt, der wird immer getroffen. Reflex war doch dafür, oder? Reflexe werden verwendet, um zu bestimmen, wann es zu Reaktionsfeuer, auch Überwachungsfeuer genannt, kommt. Einheiten mit hohen Reflexen lösen seltener Reaktionsfeuer aus und Einheiten mit niedrigeren Reflexen. Das heißt, weil die fucking Viecher, die manchmal bei rausgerannt sind, diese Sibyl. Nee, diese. Wie hießen die? Nicht Sibyllianer, das sind die Echsen. Wir schauen mal kurz. Alien-Lebensform. Die Mantiden. Die haben 50 Reflex bloß. Warum treffen meine die denn nicht? Beziehungsweise, warum hat er gar keinen Reflexschuss gemacht? Wie sieht's denn mit Wally aus hier? Wally. Wie viele Reflexe hat Wally? 25. Kann es sein, dass er deswegen nicht schießen kann? Der kann gar keine Reflexüberwachungsschüsse machen? Den kann ich nur zum Angriff nutzen? Checke ich das jetzt erst? Oh, Kacke. Also ich, warte mal, Reflexe. Reaktionsfeuer wird allerdings auch mit Hilfe des Prozentsatzes der Zeiteinheiten berechnet, die eine Einheit noch hat. Wenn ein Soldat nur noch wenige Zeiteinheiten übrig hat, wird der Reaktionsfeuer von allen Aliens mit verbleibenden Zeiteinheiten ausgesetzt. Egal wie hoch seine Reflexe sind. Okay. Also er muss mit vielen Zeiteinheiten vorlaufen. Soldaten erhalten 20 Fortschrittspunkte für jede Zeiteinheit, die am Ende der Spielrunde während des Kampfes noch nicht ausgegeben wurde. Was sind Fortschrittspunkte wiederum? Das heißt, wenn diese danach reaktionsfrei ausgegeben wurden. Ja, jetzt weiß ich nicht, was Fortschrittspunkte sein sollen. Gut. Wir wissen also genauso wenig wie vorher. Als wir wissen, dass wir drüben in der Basis mal langsam fertig bauen sollen. Ist hier nicht noch ein zweites UFO lang gemacht? Ach nee, das eine ist ja bei uns in die Basis geflogen beim letzten Mal. Hahaha. So, Wächterkampfrüstung. Sieht doch schön nach was aus. 30 Rüstung, allerdings minus 5 Präzision. Ich weiß gar nicht, wie viel die andere war, glaube ich, minus 3. Oder war das ja irgendwie sowas? Härte 10, was auch immer Härte macht. Wie viel Rüstungsverschlag einer Waffe ignoriert wird. 25 Kilo Gewicht, meine Güte. Ja, gut. Den Text habe ich gerade keine Lust. Neues Forschungsprojekt. Wir wollen rausfinden, wo die Viecher herkommen, um mehr Geld zu machen. Alles Weitere schaffen wir nicht. Das Einzige, was wir könnten, den höchstens noch ein Verhören danach. Oder davor. Ein Verhören in 3 Tagen und 13 Stunden haben wir. Tag 79. Und dann das. Es würde gehen. Aber eher die Sibillianer oder die Mentaken? Ach, wir nehmen die Sibillianer. Verbessert die Trainingsrate und gewährt einen Schadensbonus von 15% gegen diese Arten von Aliens. Verhör eines Lebenden. Ja, okay. Dann machen wir das noch schnell vorher, 3 Tage lang. Halt, was haben meine Leute mitgebracht im Lager? Hier sind ein paar Leichen von den Drecksviechern. Sind ja schon fast nicht mehr wert. Naja, der Schwarzmarkt für Alienleichen. So. Dann können wir doch jetzt bei der Technik mal kurz schauen. Oh, beschleunigte Kanone gibt es ja auch für meine Flieger. Kostet einfach mal auch 250.000. Basisverteidigung, Quatsch, Basisverbesserung. So, die Flugzeuge, ja. Angel-Legierungspanzerung kostet auch 250.000. Meine Güte. Die können wir nicht bauen, warum nicht? Achso, auch 250.000 und die kosten ja nur 40.000. Die sind nur für den Basisangriff. Und das hier ist wiederum für Fahrzeuge. Ich könnte also für 500.000 eine Rüstung machen, damit meine Fahrzeuge. Ach ne, die haben automatisch alle Mandeln. Wie viel Rüstung macht das aus? Steht das irgendwo?
Das wäre natürlich eine richtig schöne Aufwertung. So, Betäubungsrevier sind wir irgendwie noch am Bauen, genau wie Betäubungsstöcke bauen wir nicht. Wächterrüstung. Braucht 12 Legierungen. 50.000 kostet das Stück. Können wir gerade nur 2 in Auftrag geben. Wobei, wir könnten auch einfach die Aufseherrüstung mal senken. Beziehungsweise können wir auch rauskicken. Wir wollen jetzt die haben. Wieso geht das nicht? Jetzt geht's. Pff. Meine Güte. Gut, mangelt am Geld. Aber das ist ja nochmal eine andere Sache. Das Betäubungsgewehr, warte mal, die schmeißen wir mal raus. Den Flieger sollen sie machen, dann das und dann können wir immer noch mal schauen wegen Betäubungsgewehre. So. So. Die Reihenfolge ist besser, glaube ich. Das Dropship als erstes, damit wir mehr Leute an den Einsatz rankriegen. Damit mehr schießen können, sich mehr im Weg stehen können. Perfekt. Gut, aber ich glaube, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich guck mal ganz kurz noch, was die andere Basis so macht. 6 Tage, bis das Satellitending erst fertig ist, der Radar. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns. Zurzeit seht ihr mich ja nicht, wegen meiner Kauleiste. Dicke Packe und so. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.